Moin Leute, wieder bei meinem Kanal bei Elaku bei Jurassic World Evolution 2. Ja, letztens haben wir das wunderschöne Gehege von Telicino gemacht. Und heute will ich versuchen, so ein Dreierfrick, also drei Gehege gleichzeitig zu machen. Also, erstes so hier kommen abschließend, zweites dann hier. So und dann halt dann so. Dann. Dann so. Wirklich großes Gehege. Dann kommen. Also ich will mehr Abstand halten. Mehr Abstand. Wieso sowas so kleines so fehlt? Okay, hier sind ja heute auch die drei Gehege. Dann kommt hier der T-Rex. Ist die Fläche hier so ungefähr gleich? Ja, doch, doch. Dann kommt jetzt. Das zerstören wir. Und halt so. Natürlich kommt der T-Rex. Aus 22. Vernarbt, passt eigentlich perfekt. Und wir können eigentlich auch so machen, dass beim Film waren drei T-Rex und wir machen wirklich drei T-Rex. Das sind die. Ja, das waren die von Jurassic Park 2. Also es wurde schon bestätigt. Sozial. Ja. Schläft lieber in der in Tag. Es war eigentlich ein großes Gehege für drei Fleischfresser. Und hier kommen auch so Pflanzenfresser. Als den T-Rex. Sogar Menschen, die den Unterschied zwischen einem Pflanzen- und einem Fleischfresser nicht kennen, erkennen die. Hier ist der Lexi,
Der mit den so Narben. Oh. Ey, wie das wunderschön aus, dass er so Nebel. Tyrannosaurus Rex. Nicht ja der Grüne. Und wenn man ihn direkt aus der Nähe in die Augen sieht, versteht man auch, warum er die Kreidezeit dominiert hat. Und ist ja auch dieses so braune Gelbe. Sand. Ja, also ich dachte mir auch so, dass da kommt, wo es Gnatus kommt, aber nee, das, da wird das, glaube ich, hier ein bisschen zu voll. Was ist überhaupt ein 2? Mehr Wall, aber... Zu, das ist noch zu wenig Wald. Geil, also ich kann mir einfach das G voll mit Wald vollstellen. Also ich glaube, das ist ein bisschen zu nah. Ich würde eher hier. Nein! Also erstes GG ist zumindest mal fertig. Auch ein bisschen hier Wald vor dem noch mehr weg, also so wegmachen, weil okay, der Wald ist auch so voll, also so perfekte Stelle. Dann hier sollen, wie kommt überhaupt hier oder was? Die können wir die Pyraptoren? Nee. Da hier oder hier kommen dann die Pyraptoren? Ich würde eher sagen hier. Mit einem Muster. Oha. Blue einfach aufwisch. Nie befiederter Blue. Ja, dann da was. Dann, welchen die sein mögen die? Okay, die werden eh die Fressen, sie mögen alles gefühlt. Aber, oha, die Indoraptor, sie hassen nur den Indoraptor. Hauptsächlich für den Hybriden. Und den Dimodron, den fehlt auch. Also hier machen wir den Dimodron und hier kommt der Pyraptor. Mehr Pass. Aggressiv, das können wir aber. Egal. Nenne hier den Dimodron. So. Und auch mal 5 von dem.
vorhin Dinosauriern machen. Da haben wir noch so ein. Da haben wir. Nein. Ach so. Ich dachte. Da machen wir was anderes, dass da auch so sie gefüttert werden, so, weil. Besser für die Aussicht. So. Ich hoffe, der wird nicht sterben, weil. Ja, wieso rennst du nicht? Okay, jetzt kommen hier die Modrun. Produkt muss eingesammelt werden. Hole Produkt ab. Und jetzt so. Produkt in der Luft. Produkt unterwegs. Endlich verstehe ich es. Warum Leute Angst vor der Dunkelheit haben. Sobald man mal in die Schatten guckt und ein paar Dimetrodon-Augen zurückstarren, sieht man die noch Jahre später in Albträumen. Also, wenn man trotz Dimetrodon überhaupt Jahre später noch existiert. Ja, also jetzt. Viel Wasser, die brauchen das. Produkt wurde zugestellt. Nochmal so, auch so dieses. Also mehr Wasser. Produkttransport beendet. So. Dieses Wasser, ich weiß nicht, woher das kommt auf einmal. Hier sieht man einen, das sind auch. Ich finde auch dieses Segel. Ja, da auch so. Rauskommt, nur der Segel. Der Kopf ist unter Wasser, das finde ich auch sehr geil an diesen Dinosaurier. Das ist eben auch mit dem Gehege fertig. Und jetzt kommen die Pyraptoren. Sammle Produkt ein. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Zum Einsammeln des Produkts unterwegs. Jetzt auch hier wieder so ein. Ja, jetzt dann. Eigentlich voller Kreis. Habe ich so. Oha. Das sieht man dann. Ja, man sieht es, weil welche. Ich habe letztens so gemacht, dass auch da sie Wasser brauchen. Und jetzt wird es. So.
Achso, okay, dass man nur so halb die Saurier sieht. Eigentlich so. Guck mal, eigentlich. Dann ist einfach. Das, dann sieht es so aus, als wäre es kein. Doch, man sieht auch hier, dass es Zäune gibt. Der hier hat wirklich etwas Besonderes. Ein Je ne sais quoi. Ein Pyroraptor. Wäre da nicht dieser Waldbrand in Südfrankreich gewesen, wäre unser fiedriger Freund vielleicht unentdeckt gewesen. So, dass da entfernen halt die Beiträge für Bäume. Eine Lebensversicherung nicht ganz so hoch. Der Dorn hat sehr viel Wald. Ich dachte, dahinter ist so perfekt. Nee. Weil ich dachte mir, da kann man so dahinter erstmal, aber das sieht doch viel besser, der Wald genutzt wird. Ey, guck mal, auch der Boden. So, auch so matschig der Boden, sehr geil, andere Muster. Oh, Blue einfach auf Wisch. Der Streifen bisschen hier, ein bisschen hier. Auf einmal so grün bisschen auch. Bisschen sehr geil. Ja, Ball brauchen sie natürlich sehr viel. Das, was er hier entfernen. Also ich will auch. Als Greifvogel habe ich heute gemacht, weil ich auch schnell mit diesem Projekt fertig will werden. So, Beute noch. Ah, okay, er wird hier dann auch perfekt, weil hier auch sehr viel Wald ist. War auch sehr geiler Skin. Bisschen wie zu hell, bisschen zu farblos, aber trotzdem geiler Skin. Aber ich finde auch sehr schön bei Jurassic World Evolution 1 und 2, dass jeder Dinosaurier eigenes Geräusche macht. Also es gibt keinen Dinosaurier, der das gleiche macht. Ah, es gibt noch einen, das wusste ich nicht. Und das war's mit einer Dreierfolge von Jurassic World Evolution 2. Okay, was sind die UXs? Und das war, also abonniert und liked das Video. Ciao.